Hansi Plügler. Bender. Jetzt wird es natürlich wieder eng. Klaus Augenthaler, abgefälschter Ball. Und da ist das 1:0. Gespielt 48 Minuten. Der Torschütze Klaus Augenthaler. In seinem 84. Europapokalspiel war es Treffer Nummer 11. Die Vorarbeit von Manfred Bender. Dann der Schuss von Klaus Augenthaler und der Ball abgefälscht. Hier sehen Sie es noch einmal. Sah danach aus, als wenn es... Es ist natürlich schwer für neue Spieler in so einer Bombentruppe hier aufgenommen zu werden. Aber ich meine, so viele Probleme, wie es dargestellt wird, vor allen Dingen in der Presse, haben wir überhaupt nicht. Okay, dann schauen wir uns das Spiel weiter an. Dankeschön. Ja, mit dem FC Bayern München werden wir uns auch am Freitag noch einmal beschäftigen. Wir bereiten so eine kleine Story vor. Mihailovic, das 2:0. Und in dieser Story werden wir auch sicherlich diesen Treffer dann wieder zeigen können. Endlich scheint er zu fliehen. Endlich hat es geklappt. Der Spieler mit der Nummer 4, Stavrou, verpasst Mihailovic nicht. Das 2:0. Gespielt 63 Minuten hier im Münchner Olympiastadion. Die Bayern führen jetzt mit 2:0. Der Torschütze Radmilo Mihailovic. Ja, vielleicht dies noch einmal als Information für Sie. Für den Freitag, für unsere Sendung Anpfiff, planen wir... Zwei Minuten nach 10. Hier läuft die letzte Minute. Laudrup. Mihailovic! Und da ist das! Das 200. Europapokaltor der Bayern. Hier in diesem Bayern-Magazin war die Überschrift: Wer schießt Bayerns 200. Europacup-Tor? Ich kann Ihnen die Antwort geben. Radmilo Mihailovic mit seinem zweiten Treffer. Die Bayern gehen also mit 3:0 in Führung. Ein schulmäßiger Kopfball des Jugoslawen. Schulmäßig auch die Flanke von Brian Laudrup. Keine Abwehrmöglichkeit für Nikosia Schlussmann, Sokrates Marangos. Gleich ein kleines Fazit schon mal. Es ist also der 99. Europacup-Sieg für Bayern. Die bleiben im Meisterwettbewerb daheim weiterhin ungeschlagen. Und Mihailovic setzt dem Ganzen noch eine Krone auf das 4:0. Sein dritter Treffer. Ein lupenreiner Hattrick für den Jugoslawen. Ja, das haben sie nicht ganz verdient, die Spieler aus Nikosia, aber technisch gut gemacht von Mihailovic. Ich war bei meinem Fazit, das will ich auch zu Ende bringen. Die Bayern begannen 20 Minuten sehr schwungvoll, spielten sich gute Tormöglichkeiten heraus, nutzten diese nicht. Dann verloren sie etwas den Faden. Ein guter Torhüter der Gäste, Sokrates Marangos, hielt, was zu halten war. Bis zur 48. Minute, dann wurde er durch einen abgefälschten Ball geschlagen.